Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Religionsgemeinschaften in der Volksrepublik China leben in einer religionsfeindlichen Umgebung. Denn zur Staatsideologie der alles beherrschenden kommunistischen Partei gehört auch der Atheismus. Politisches Ideal ist immer noch die möglichst religionsfreie Gesellschaft. Wie es der katholischen Kirche in China unter diesen schwierigen Umständen geht, schildert der emeritierte Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Zen Tse-Kyun. Er ist bekannt für seine kritische Haltung gegenüber der chinesischen Regierung und ihrer Religionspolitik. Folgendes Podiumsgespräch wurde im Mai 2017 bei einer Veranstaltung von Kirche in Not im Marienwallfahrtsort Kevela aufgezeichnet. Hören Sie nach einer kurzen Musik den ersten von zwei Teilen. Wir hören Johann Sebastian Bachs »Gelobet seist du, Jesu Christ«. Es spielt der Düsseldorfer Organist Andreas Wolf. Heute sind wir in Kevela, dem großen Marienwallfahrtsort am Niederrhein, im Konzert- und Bühnenhaus. Und deswegen auch ein ganz herzliches Willkommen an Sie, meine Damen und Herren, liebe Freunde von Kirche in Not. Am 13. Mai 1917, also vor genau 100 Jahren, erlebten drei Hirtenkinder in Fatima in Portugal eine Marienerscheinung. Und auch in den Folgemonaten, immer am 13. des Monats, zeigte sich die Gottesmutter Maria diesen Hirtenkindern. In ihren Botschaften warnte die Gottesmutter vor den Gefahren, die von Russland ausgehen würden, vor den Gefahren des Kommunismus, der große Teile der Welt erobern würde. Eine Botschaft eigentlich eher für Erwachsene, nicht für kleine Kinder, eine Botschaft für die ganze Welt. Leider sind diese dunklen Prophezeiungen der Gottesmutter Maria wahr geworden. Noch im selben Jahr passierte die Oktoberrevolution in Russland und der Kommunismus eroberte ein Land nach dem anderen und brachte großes Leid über die Menschheit. Dann kam die Wende 1989. In einigen Kernländern ist der Kommunismus zusammengebrochen. Aber ausgerechnet in einer der größten Nationen unserer Erde, nämlich in China, sind die Kommunisten weiterhin an der Macht. Ein Grund also, dass wir uns mit diesem Thema einmal beschäftigen, gerade am heutigen Tage, am 100-jährigen Jubiläum von Fatima. Und wir haben einen
besonderen Gast bei uns, einen Kardinal aus Hongkong, einen emeritierten Bischof aus Hongkong, Kardinal Joseph Zen. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Eminenz, ich darf Sie unseren Zuschauern und unseren Gästen im Saal hier ganz kurz vorstellen. Sie sind 1932 in Shanghai geboren. Als junger Mann haben Sie sich dem Salesianerorden angeschlossen, den Salesianern Don Boscos. Das hatte zur Folge, dass Sie in Italien studiert haben, in Turin und in Rom. Dann sind Sie 1961 zum Priester geweiht worden. Sie haben dann als Dozent Theologie und Philosophie unterrichtet, zunächst in Hongkong. Später hatten Sie auch die Gelegenheit, in der Volksrepublik China Priester auszubilden, also diesen jungen Männern Theologie und Philosophie beizubringen. Schließlich sind Sie dann Bischof geworden. Von 2002 bis 2009 waren Sie Bischof von Hongkong. Im Jahr 2006 sind Sie sogar zum Kardinal ernannt worden. Inzwischen sind Sie emeritiert. Sie sind immerhin auch schon 85 Jahre alt, da ist das legitim. Und heute bei uns zu Gast. Also ganz herzliches Willkommen an Sie. Eminenz Kardinal Zen, China hat in den vergangenen 30, 40 Jahren einen großen Wandel durchlaufen. Vor allen Dingen unter dem starken Mann Deng Xiaoping wurden weitreichende Reformen ergriffen, die dazu geführt haben, dass China heute eine wirtschaftliche und sicherlich auch technologische Supermacht ist. Aber ist China heute auch noch ein kommunistisches Land? Dunque io non ho sofferto direttamente sotto i comunisti. La mia famiglia sì, la mia mamma, le mie sorelle, mio fratello. Dunque io sono stato, diciamo, tagliato fuori dalla Cina nel 48 e per 26 anni non ho potuto andare a visitare i miei parenti. E allora è stato un lungo spazio di separazione, ma una cosa strana che nel 75, durante la rivoluzione culturale, hanno aperto un po' le porte e ho potuto andare a visitare i miei parenti. Ich persönlich habe also nicht unter dem Kommunismus gelitten. Das gilt für meine Familie, meine Schwestern, meine Mutter haben gelitten. Ich war also im Grunde 26 Jahre abgeschnitten von China, war also sehr von China, war also sehr früh schon abgeschnitten und konnte auch 26 Jahre nicht zurück. Es war also ein sehr langer Zeitraum der Trennung, den wir erlebt haben. Aber, und das war wie ein kleines Wunder, 1975 im Zuge der Kulturrevolution hat China die Türen ein wenig geöffnet und ich konnte die Familie besuchen. Ho potuto vedere la rivoluzione culturale, che è una cosa orribile. Dunque tutta la nazione era come un campo di concentramento. È come una caserma, tutti vestiti uguali, uomini e donne, tutti vestiti come soldati. E tutte le case sono vecchie, senza essere imbiancate. Tutto fermo per 26 anni. La città di Shanghai, che è la città più prospera, è rimasta morta per 26 anni. Ich habe also die Kulturrevolution erlebt und es war etwas ganz Furchtbares. Das war wie, das ganze Land war versunken wie in einem großen Konzentrationslager. Die Menschen lebten wie in einer großen Kaserne, Männer, Frauen, alle gleich angezogen wie Soldaten. Shanghai, das eigentlich eine sehr wohlhabende Stadt war, eine florierende Stadt, war wie tot. Also das ganze Land war in diesem Stillstand gefangen. La domanda comincia col dire che la Cina ha cambiato molto, ovviamente, dai tempi della rivoluzione culturale fino ad oggi, molti cambiamenti. Dunque il Deng Xiaoping ha cominciato a introdurre la riforma economica, una grande novità, però una riforma economica senza riforma politica pericolosissima. E difatti è andata molto male.
Die Frage bezog sich jetzt ja nun auf die Veränderungen, die China durchlebt hat. Und das ist natürlich so. Seit der Kulturrevolution haben sich sehr, sehr viele Dinge verändert. Deng Xiaoping hat die Wirtschaftsreform eingeleitet, sehr viele Reformen nach vorne gebracht. Aber eine Wirtschaftsreform ohne eine politische Reform ist etwas sehr Gefährliches. Und in der Tat ist es auch nicht gut ausgegangen. Dunque, in quella riforma sono venuti tanti episodi di corruzione e i giovani sentivano che le cose andavano male, non era progresso. E allora poi è capitato l'episodio del Tiananmen Square, dove sono morti tanta gente. Die Reform hat viele unterschiedliche Episoden erlebt. Es gab viel Korruption und die Jugendlichen kriegten eben auch mit, dass sich gar kein Fortschritt abzeichnete. Und dann kam es eben zu den Ereignissen am Tiananmenplatz, an dem viele Menschen, viele junge Menschen ihr Leben verloren haben. Von 2002 bis 2009 war Kardinal Joseph Tsen Tse-kyun Bischof von Hongkong. Er zählt zu den kirchenpolitisch prägendsten katholischen Kirchenvertretern Asiens. Auch nach seiner Emeritierung ist er einer der prominentesten Kritiker der chinesischen Regierung und ihrer Religionspolitik. Und diese war auch Thema bei einem Begegnungstag von Kirche in Not, den das Hilfswerk im vergangenen Mai im Marienwallfahrtsort Kevela veranstaltet hat. La Chiesa, durante la rivoluzione culturale, era scomparsa completamente, tutte le religioni. Ma quando è capitato l'episodio di Tiananmen Square, le religioni già funzionavano. E purtroppo però questo episodio di Tiananmen ha di nuovo fermato tutto e anche il mondo si è accorto che non c'è la vera libertà in Cina. Die Kirchen, also während der Kulturrevolution gab es die katholische Kirche nicht und waren im Grunde auch alle religiösen Ausdrucksformen verschwunden. Zum Zeitpunkt der Ereignisse am Tiananmenplatz war es so, dass auch schon die Kirchen aktiv waren, aber dieses Ereignis hat dazu geführt, dass alles wieder zum Stillstand kam. Io sono stato uno che è stato beneficiato dalle riforme di Deng Xiaoping. Perché? Perché e dopo la rivoluzione culturale, il governo ha cominciato a permettere addirittura l'apertura dei seminari, il che è una sorpresa. Allora a me è venuta l'idea di poter andare a lavorare in Cina, a insegnare nei seminari della Chiesa ufficiale filosofia e teologia. E sono stato 7 anni, godendo molta libertà, potevo insegnare, i seminari erano pieni di seminaristi in quegli anni, è stata la grande grazia di Dio. Und ich bin einer derjenigen, dem die Reformen von Deng Xiaoping durchaus zugute gekommen sind. Denn es war eben so, dass im Zuge der Reformen auch wieder Seminare, Priesterseminare geöffnet wurden in China. Und so kam mir eben die Idee, ich könne nach China gehen, um dort an den Priesterseminaren zu lehren. Und so war das dann eben auch. Ich habe dort 7 Jahre lang in recht großer Freiheit Theologie und Philosophie unterrichten können. Die Seminare waren voll junger Menschen. Es war wirklich eine Zeit der Gnade Gottes. Eminenz, liegt denn darin nicht auch ein gewisser Widerspruch? China gilt ja bis heute als ein kommunistisches Land. Die kommunistische Ideologie scheint ja noch eine gewisse Rolle zu spielen in China. Und trotzdem diese Öffnung auch gegenüber der Kirche nach traditioneller kommunistischer Lehre gilt ja Religion als Aberglaube, als Irrglaube, der eigentlich abgeschafft werden muss. Und es gibt ja auch in der Doktrin die Forderung, dass man einen atheistischen Staat gestalten möchte. Wie passt das zusammen mit der Öffnung gegenüber der Kirche? Dunque, anzitutto devo dire che in Cina la dottrina comunista, cioè marxista, non è mai stato il vero motivo del loro successo. In Cina il comunismo, il partito comunista, ha avuto successo perché
e la nostra nazione era stata un po', diciamo, maltrattata dagli imperialisti occidentali e nel partito nazionalista c'era molta corruzione. Era questa reazione contro gli imperialisti e contro il partito nazionalista corrotta, questi sono i motivi del successo del Partito Comunista. Also man muss zunächst eines sagen, der Erfolg Chinas oder der kommunistischen Partei begründet sich nicht auf der kommunistisch-marxistischen Doktrin, sondern es ist vielmehr so, dass die kommunistische Partei in China Erfolg hat, weil das Land sozusagen schlecht behandelt worden war. Zum einen von den westlichen Imperialisten und weil es im Land einfach auch sehr viel Korruption gab, was die nationalistische Partei angeht. Und das hat den Erfolg der Kommunisten befördert. Quando sono andato a insegnare nel seminario di Shanghai, loro hanno ogni settimana due ore di dottrina marxista. Io insegnavo la storia della filosofia e arrivavo al punto del marxismo. E mi sono accorto che i seminaristi non conoscevano veramente il marxismo, molto superficiale. Allora io ho dovuto insegnare il marxismo, naturalmente anche con le critiche del marxismo. Als ich also in Shanghai am Priesterseminar unterrichtet habe, war es so, dass dort die Seminaristen auch jede Woche zwei Stunden lang in der marxistischen Lehre unterwiesen wurden. Ich habe also Philosophie unterrichtet und kam an irgendeinem Punkt eben auch zum Marxismus und stellte zu meiner Überraschung fest, dass die Seminaristen den Marxismus gar nicht kannten oder zumindest nur sehr oberflächlich. Das heißt, ich habe eben auch den Marxismus erklärt, unterrichtet, natürlich mit den gebotenen Kritiken daran. Perciò adesso quello che vale è il Partito Comunista, non è la dottrina. Il partito che ha il potere, il partito che fa ricchi quelli che sono membri del partito. Ecco, questa è la realtà, non c'è veramente la dottrina. È un vuoto di dottrina, è solamente è un paganesimo, materialismo in cui vale denaro e potere, denaro e potere. Es geht also weniger um die Lehre, die jetzt dort wichtig ist, sondern die kommunistische Partei, die ist eben an der Macht und die macht diejenigen reich, die zur Partei gehören. Im Grunde kann man sagen, es ist wie ein Vakuum, was die Lehre oder die marxistische Doktrin angeht. Im Grunde ist es ein Land, das heidnisch ist, das sehr stark materialistisch ist und in dem Geld und Macht zählen. Geld und Macht. Über China und die Religionspolitik im bevölkerungsreichsten Land der Erde geht es heute bei Weltkirche aktuell. Gast bei einem Begegnungstag von Kirche in Not im vergangenen Mai war der emeritierte Bischof von Hongkong, Joseph Kardinal Zen Tse-kyun. Eminenz, Sie haben vor einiger Zeit mal ein Bild gebraucht über die Lage der Kirche in China. Darüber wollen wir uns ja heute unterhalten. Und Sie haben gesagt, Sie haben die Lage der Kirche in China mit einem Käfig verglichen. Ich zitiere, ob er klein ist oder groß. Und selbst wenn er sehr groß ist, ein Käfig bleibt ein Käfig und ein Vogel im Käfig ist nicht frei. Gilt dieses Bild für die Kirche in China heute noch? Esatto, ecco, il punto è questo. Vero progresso non può essere senza la libertà. E in Cina non c'è libertà. Non c'è libertà religiosa perché non c'è libertà. Loro dicono, beh, c'è un po' più di libertà. Beh, si può anche dire, ma quando la libertà non è vera, può essere anche apparenza di grande libertà. È come dicevo questo paragone della gabbia, no? È anche un cane è con una corda lunga, con una corda breve. Ora, non c'è vera libertà in Cina perché il partito comanda su tutto. La Chiesa che si sottomette al governo è schiava. Devono obbedire in tutto.
Anche per i vescovi nella chiesa ufficiale non c'è nessun rispetto. Loro menano i vescovi per il naso, letteralmente. È una mancanza assoluta di rispetto per i vescovi. Perciò è una nazione senza libertà. Ganz genau, denn es ist nun so, dass echter Fortschritt sich nicht ohne Freiheit vollziehen kann. In China gibt es keine Religionsfreiheit, weil es grundsätzlich keine Freiheit ist. Und man sagt dann, naja, aber ein bisschen frei sind wir ja schon. Und dann kann es eben sein, dass diese wenige Freiheit wie ein großes Stück Freiheit wirkt. Aber da kommt dieses Bild mit dem Käfig zu tragen oder ein Hund, der an einer langen Leine oder an einer kurzen Leine ist. Er ist an einer Leine. In China hat die Kommunistische Partei alle Macht. Und die Kirche, die offizielle Kirche, ist wie ein Sklave. Sie werden die Bischöfe, es gibt überhaupt keinen Respekt für die Bischöfe. Die Bischöfe werden an der Nase herumgeführt. Und all das liegt daran, weil es eben kein freies Land ist. Eminenz, wir hören immer von diesen zwei Begriffen. Auf der einen Seite eine staatlich registrierte Kirche und auf der anderen Seite eine sogenannte Untergrundkirche, Christen also, die sich dieser staatlichen Steuerung und Einflussnahme entziehen wollen, die sich diesem System verweigern. Können Sie in einigen wenigen Sätzen dieses System einmal kurz erklären? Dunque, la cosa è cominciata fin dall'inizio, perché il governo voleva una chiesa indipendente. Allora molti cattolici hanno detto, noi non possiamo essere indipendenti, noi siamo nella chiesa universale di tutto il mondo. Gesù ha fatto una chiesa con a capo San Pietro e gli apostoli. E allora non obbedivano al governo e sono messi in prigione in campi di lavori forzati. Also im Grunde war es zu Beginn so, die Regierung wollte gerne eine unabhängige Kirche haben. Und die Katholiken haben gesagt, aber wir sind nicht unabhängig, wir können nicht unabhängig sein. Wir gehören zur Kirche, zur universalen Kirche, die Jesus geschaffen hat. Jesus, Petrus und die Apostel in der Folge. Wir sind nicht unabhängig. Und diejenigen, die sich dem dann nicht unterstellen wollten, die sind verhaftet worden und mussten eben in die Zwangslager zur Zwangsarbeit. Ci sono vescovi, sacerdoti, suore, ma specialmente molti giovani messi in prigione, i giovani della Legione di Maria, e sono stati messi in prigione e sono rimasti per più di 20 anni nelle prigioni. Und es sind Bischöfe, Priester, Ordensschwestern ins Gefängnis geworfen worden, vor allem aber auch Jugendliche. Viele, viele Jugendliche, die zur Legio Mariens gehörten, sind ins Gefängnis geworfen worden und viele von ihnen haben dort bis zu 20 Jahren verbracht. Ma quando è venuta la rivoluzione culturale, anche gli altri che avevano obbedito al governo sono stati perseguitati molto crudelmente. In quel tempo, quegli altri che erano in prigione erano difesi dallo Stato, Le guardie rosse non potevano andare in prigione, E dunque con la rivoluzione culturale tutti in prigione, tutti i lavori forzati, la religione è scomparsa. Und als die Kulturrevolution dann begann, war es so, dass auch diejenigen, die zunächst Gehorsam geleistet hatten, verfolgt wurden und eben auch ins Gefängnis geworfen worden. Während diejenigen, die im Gefängnis waren, eine gewisse Vorsicht des Staates dann oder eine gewisse Berücksichtigung des Staates genossen und die Rote Armee konnte man natürlich nicht ins Gefängnis bringen. Quando finisce la rivoluzione culturale, tutti venivano fuori dalle prigioni. Quelli che all'inizio non volevano obbedire al governo sono andati underground, nella chiesa clandestina delle loro famiglie e gli altri sono tornati nelle chiese. Hanno riaperto le chiese e cominciato lì le due chiese. Und nach der Kulturrevolution kamen dann alle eben aus, wurden alle aus den Gefängnissen entlassen und diejenigen, die ursprünglich sich nicht dem Staat unterstellen wollten, die sind dann in die sogenannte Untergrundkirche gegangen und alle anderen haben die Kirchen wieder aufgebaut, Kirchen, die eben in der Zeit wieder geöffnet wurden und an dem Punkt sind eben diese beiden Kirchen entstanden. Ma la situazione è molto diversa da
da luogo a luogo. Ci sono delle diocesi dove c'è una chiesa clandestina molto forte e una chiesa ufficiale molto debole. Ci sono altre diocesi con la chiesa ufficiale forte e la chiesa clandestina debole. La cosiddetta chiesa clandestina non è sempre proprio clandestina. Dove ci sono molti cattolici clandestini e sono uniti, sono numerosi, hanno anche le chiese. Anche il vescovo ha la sua cattedrale. Perché? Perché il governo è molto cauto. Quando non riesce a schiacciare, ha un po' di pazienza. Perciò la situazione è molto diversa. È difficile parlare della chiesa clandestina che è ufficiale come se fosse tutto uguale. Dann muss man aber auch sagen, dass sich die Situation an unterschiedlichen Orten unterschiedlich darstellt. Es gibt Diözesen, wo die Kirche des Untergrunds sehr stark ist und die offizielle Kirche sehr schwach. Und es gibt Orte, an denen es umgekehrt ist, wo die offizielle Kirche sehr stark und die Untergrundkirche sehr schwach ist. Aber wenn wir von Untergrundkirche sprechen, heißt es nicht, dass sie immer heimlich und ungesehen ist. Es gibt durchaus Orte, wo es ganz viele Katholiken gibt, die zur Untergrundkirche gehören, die stark sind, die geeint sind, die zahlreich sind. Und dort haben diese Christen eben auch ihre Kirchen. Dort hat der Bischof eine Kathedrale. Und warum ist das so? Das ist so, weil immer dann, wenn die Regierung die Dinge nicht unterdrücken kann, dann treten sie einen Moment zurück und sind geduldig. Man muss also sagen, dass die Situation insgesamt sehr vielfältig ist, gerade auch was die Untergrundkirche betrifft. Eminenz, kann man ein bisschen. Una cosa importante è che il governo non ha mai cambiato lo scopo: controllare completamente la Chiesa. Ganz wichtig ist aber noch anzufügen, dass die Regierung nie ihr Ziel geändert hat, nämlich die Kirche komplett unter Kontrolle zu bringen. Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten den ersten Teil eines Podiumsgesprächs mit Kardinal Josef Zen-Tse-Kyun. Die Fragen stellte Berthold Pelster. Nächste Woche senden wir dann den zweiten Teil dieser Veranstaltung, die im vergangenen Mai in Kevela stattfand. Hinweisen möchte ich Sie noch auf ein Gebetsblatt von Kirche in Not. Papst Benedikt XVI. Hat im Jahr 2008 einen Weltgebetstag für China eingeführt. Das Ganze ist angelehnt an die Verehrung Unsere liebe Frau von Shishan. Das ist der wichtigste Wallfahrtsort in der Nähe von Shanghai. Es ist sozusagen das geistliche Zentrum für Chinas Katholiken. Und um diese Katholiken zu stärken, hat Kirche in Not dieses Faltblatt herausgegeben. Es informiert zum einen über die komplizierte Situation der Christen im Reich der Mitte. Es werden aber auch wichtige Tatsachen über das Glaubensleben in China dargestellt. Und außerdem lädt das Faltblatt natürlich zum Gebet für China ein. Sie können es unentgeltlich beim Hilfswerk bestellen unter Telefon 089 für München 6424 888 und die 0. So viel für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen eine frohe und gesegnete Woche. Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörer. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. China beschäftigt uns heute wieder. Sie hören jetzt den zweiten Teil eines Podiumsgesprächs mit dem chinesischen Kardinal Josef Zen-Tse-Kyun. Aufgezeichnet wurde es bei einem Begegnungstag von Kirche in Not im Marienwallfahrtsort Kevela am 13. Mai 2017. Die Fragen stellte Berthold Pelster. Musik.
Jens, wir hören immer von diesen zwei Begriffen. Auf der einen Seite eine staatlich registrierte Kirche und auf der anderen Seite eine sogenannte Untergrundkirche, Christen also, die sich dieser staatlichen Steuerung und Einflussnahme entziehen wollen, die sich diesem System verweigern. Können Sie in einigen wenigen Sätzen dieses System einmal kurz erklären? Dunque la cosa è cominciata fin dall'inizio, perché il governo voleva una chiesa indipendente. Allora molti cattolici hanno detto noi non possiamo essere indipendenti, noi siamo nella chiesa universale di tutto il mondo. Gesù ha fatto una chiesa con a capo San Pietro e gli apostoli. E allora non obbedivano al governo e sono messi in prigione in campi di lavori forzati. Also im Grunde war es zu Beginn so, die Regierung wollte gerne eine unabhängige Kirche haben. Und die Katholiken haben gesagt, aber wir sind nicht unabhängig, wir können nicht unabhängig sein. Wir gehören zur Kirche, zur universalen Kirche, die Jesus geschaffen hat. Jesus, Petrus und die Apostel in der Folge. Wir sind nicht unabhängig. Und diejenigen, die sich dem dann nicht unterstellen wollten, die sind verhaftet worden und mussten eben in die Zwangslager zur Zwangsarbeit. Ci sono vescovi, sacerdoti, suore, ma specialmente molti giovani messi in prigione, i giovani della Legione di Maria, e sono stati messi in prigione e sono rimasti per più di 20 anni nelle prigioni. Und es sind Bischöfe, Priester, Ordensschwestern ins Gefängnis geworfen worden, vor allem aber auch Jugendliche. Viele, viele Jugendliche, die zur Legio Mariens gehörten, sind ins Gefängnis geworfen worden und viele von ihnen haben dort bis zu 20 Jahren verbracht. Ma quando è venuta la rivoluzione culturale, anche gli altri che avevano obbedito al governo sono stati perseguitati molto crudelmente. In quel tempo, quegli altri che erano in prigione erano difesi dallo Stato, Le guardie rosse non potevano andare in prigione, E dunque con la rivoluzione culturale tutti in prigione, tutti i lavori forzati, la religione è scomparsa. Und als die Kulturrevolution dann begann, war es so, dass auch diejenigen, die zunächst Gehorsam geleistet hatten, verfolgt wurden und eben auch ins Gefängnis geworfen worden. Während diejenigen, die im Gefängnis waren, eine gewisse Vorsicht des Staates dann oder eine gewisse Berücksichtigung des Staates genossen und die Rote Armee konnte man natürlich nicht ins Gefängnis bringen. Quando finisce la rivoluzione culturale, tutti venivano fuori dalle prigioni. Quelli che all'inizio non volevano obbedire al governo sono andati underground, nella chiesa clandestina delle loro famiglie e gli altri sono tornati nelle chiese. Hanno riaperto le chiese e cominciato lì le due chiese. Und nach der Kulturrevolution kamen dann alle eben aus, wurden alle aus den Gefängnissen entlassen und diejenigen, die ursprünglich sich nicht dem Staat unterstellen wollten, die sind dann in die sogenannte Untergrundkirche gegangen und alle anderen haben die Kirchen wieder aufgebaut, Kirchen, die eben in der Zeit wieder geöffnet wurden und an dem Punkt sind eben diese beiden Kirchen entstanden. Ma la situazione è molto diversa da luogo a luogo. Ci sono delle diocesi dove c'è una chiesa clandestina molto forte e una chiesa ufficiale molto debole. Ci sono altre diocesi con la chiesa ufficiale forte e la chiesa clandestina debole. La cosiddetta chiesa clandestina non è sempre proprio clandestina. Dove ci sono molti cattolici clandestini e sono uniti, sono numerosi, hanno anche le chiese. Anche il vescovo ha la sua cattedrale. Perché? Perché il governo è molto cauto. Quando non riesce a schiacciare, ha un po' di pazienza. Perciò la situazione è molto diversa. È difficile parlare della chiesa clandestina che è ufficiale come se fosse tutto uguale. Dann muss man aber auch sagen, dass sich die Situation an unterschiedlichen Orten unterschiedlich darstellt. Es gibt Diözesen, wo die
Kirche des Untergrunds sehr stark ist und die offizielle Kirche sehr schwach. Und es gibt Orte, an denen es umgekehrt ist, wo die offizielle Kirche sehr stark und die Untergrundkirche sehr schwach ist. Aber wenn wir von Untergrundkirche sprechen, heißt es nicht, dass sie immer heimlich und ungesehen ist. Es gibt durchaus Orte, wo es ganz viele Katholiken gibt, die zur Untergrundkirche gehören, die stark sind, die geeint sind, die zahlreich sind. Und dort haben diese Christen eben auch ihre Kirchen. Dort hat der Bischof eine Kathedrale. Und warum ist das so? Das ist so, weil immer dann, wenn die Regierung die Dinge nicht unterdrücken kann, dann treten sie einen Moment zurück und sind geduldig. Man muss also sagen, dass die Situation insgesamt sehr vielfältig ist, gerade auch was die Untergrundkirche betrifft. Eminenz, kann man ein bisschen. Una cosa importante è che il governo non ha mai cambiato lo scopo: controllare completamente la Chiesa. Ganz wichtig ist aber noch anzufügen, dass die Regierung nie ihr Ziel geändert hat, nämlich die Kirche komplett unter Kontrolle zu bringen. Eminenz, kann man ein bisschen sagen über die Zahlenverhältnisse, wie groß etwa die staatlich genehmigte Kirche ist und wie groß die Untergrundkirche ist? Gibt es da Zahlen? Nessuno ha le cifre sicurissime. E il governo continua a parlare sempre che i cattolici sono 5 milioni, ma è ridicolo, eh? Tutti sanno che almeno 10 milioni e molti dicono che è quasi ugualmente divisa, metà è 50% nella chiesa ufficiale, 50% nella chiesa clandestina, più o meno. Es gibt keine gesicherten Zahlen hierzu. Die Regierung sagt nach wie vor, es gibt 5 Millionen Katholiken. Das ist völlig lächerlich, weil jeder weiß, dass es mindestens 10 Millionen sind. Es gibt auch viele, die sagen, es ist hälftig verteilt, also 50% der Christen, die zur offiziellen Kirche gehören und 50%, die zur Untergrundkirche gehören. La differenza è che adesso ci sono molti vescovi nella chiesa ufficiale. Perché per molti anni ci sono stati dei vescovi ordinati con permesso di Roma e di Pechino, ma ci sono pochi vescovi della chiesa clandestina. Perché Roma non vuole fare vescovi per non offendere il governo? E allora è una ingiustizia, perché la chiesa clandestina sta diventando più debole. Der Unterschied besteht auch darin, dass es eben viele offizielle Bischöfe inzwischen gibt. Denn es hat viele Jahre gegeben, in denen Bischöfe mit der Erlaubnis von Peking und Rom geweiht wurden. Es hat nur wenige Weihen von Bischöfen aus der Untergrundkirche gegeben, aus dem Grund, dass Rom die Regierung in China nicht verärgern wollte. Das führte natürlich zu einer großen Ungerechtigkeit und dadurch ist die Untergrundkirche jetzt eben auch geschwächt. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem zweiten Teil eines Podiumsgesprächs vom vergangenen Mai im Wallfahrtsort Kevela. Gast dieser von Kirche in Not organisierten Veranstaltung war der emeritierte Bischof von Hongkong, Joseph Kardinal Zen. Die Auswahl und die Ernennung und Weihe von Bischöfen ist einer der ganz großen Problempunkte in den Beziehungen zwischen China und dem Vatikan. Die chinesische Regierung legt immer großen Wert auf die Unabhängigkeit der offiziellen Kirche, auf die Unabhängigkeit vom Ausland. Warum hat die chinesische Regierung so große Angst vor einem Einfluss aus dem Ausland? È l'essenza del Partito Comunista di controllare tutto. Quando arrivano al potere devono controllare tutto. Perché? Perché senza il controllo sanno che presto cadranno. E solo con la forza riescono a tenere ancora, con la paura, con le persecuzioni riescono ancora a tenere il loro potere. Questo è chiaro. E perciò finché non si convertono, non c'è speranza. Also die Essenz
des Wirkens der Kommunistischen Partei besteht darin, alles unter Kontrolle zu bringen. Einmal an der Macht wollen sie alles kontrollieren. Und warum ist das so? Weil sie wissen, dass ohne komplette Kontrolle an einem bestimmten Punkt alles zusammenbrechen würde. Deshalb dienen Verfolgung und Angst dazu, die Macht zu sichern. Und wenn sie sich nicht bekehren, gibt es keine Hoffnung. La dittatura, la dittatura è totalitaria. Devono controllare tutto, nessuno eccettuato. Questo si vede dalla storia. È stato in Russia, è stato tutti i paesi comunisti. Ecco, questo è fuori ogni dubbio. Die Diktatur ist etwas Totalitäres. Da gibt es keine Ausnahmen und da reicht es, in die Geschichte zu schauen, auf Russland zu schauen und auf die Länder, die kommunistisch angeschlossen waren. Voi avete sentito molta gente che scappano dai paesi comunisti. Non avete mai sentito che qualcuno scappa dentro i paesi comunisti, no? Und Sie alle hören von Menschen, die aus den kommunistischen Ländern fliehen. Man hört nie von Menschen, die in die kommunistischen Länder fliehen würden. Also China ist bis heute eine kommunistische Diktatur. Das entnehme ich Ihren Ausführungen, Kardinal Zen. Wir Katholiken erinnern uns ja in diesen Tagen an die Erscheinungen von Fatima vor genau 100 Jahren. Und die Gottesmutter in Fatima hat vor den Gefahren des Kommunismus gewarnt, gerade vor der gottlosen Ideologie, vor dem Totalitarismus, von den Gefahren, die von dieser Lehre ausgehen. Sind diese Botschaften von Fatima in China bekannt? I fedeli certamente conoscono molto bene la storia di Fatima, ma non ne parlano molto. La cosa interessante è che il governo ha molto paura della Madonna di Fatima. Una cosa ridicola. Dicono le Madonne vanno bene, ma non quella di Fatima. E perché? Perché è anticomunista. E voi provate, se andate in Cina e portate una immagine, una statua della Madonna di Fatima, niente, non si può. Altre Madonne va bene, loro hanno paura della Madonna anticomunista. Also die Gläubigen in China kennen die Geschichte von Fatima gut, aber sie sprechen nicht viel davon. Und ganz interessant ist, dass die chinesische Regierung Angst hat vor der Muttergottes von Fatima. Andere Muttergottesbilder, andere sind okay, aber die Muttergottes von Fatima auf keinen Fall. Und warum nicht? Weil sie antikommunistisch ist. Probieren Sie es selbst mal aus. Fahren Sie nach China, nehmen Sie ein Bild mit von der Muttergottes von Fatima und zeigen Sie das vor. Da werden Sie sehen, das wird nicht gehen. Die Regierung hat Angst vor der Muttergottes von Fatima, weil sie antikommunistisch ist. E la Madonna apparsa a Fatima ha ragione, perché il comunismo è una cosa terribile. Perché non solo rende povere certe nazioni, non solo toglie la libertà, ma toglie la fede ai cristiani, toglie gli ideali alla gente. È ateismo vero, proprio, pratico, è paganesimo. Tutti pensano solo a denaro e potere. Und die Mutter Gottes von Fatima hatte recht, denn der Kommunismus ist etwas Furchtbares. Nicht nur, dass er dazu führt, dass Länder verarmen, dass Menschen ihrer Freiheit beraubt werden, dass die Christen ihres Glaubens beraubt werden und dass Menschen der Ideale beraubt werden, sondern es ist wirklich ganz praktischer Atheismus. Heidentum, in dem es nur noch um Geld und Macht geht. Eminenz, die Verehrung der Gottesmutter Maria und das Hören auf ihre Botschaften ist etwas ganz typisch Katholisches. Etwas typisch Katholisches ist aber auch die Treue zum Papst, die Treue zum Heiligen Vater in Rom. Es heißt immer, die Untergrundkirche in China sei die Rom-treue Kirche. Man kann aber hin und wieder auch lesen und hören, dass es auch in der offiziellen, in der Staatskirche, Christen gibt, für die die Treue zum Papst wichtig ist. Was können Sie uns da berichten?
Io dal mio, come si dice, passato, sono un salesiano, ho avuto molti confratelli, preti e fratelli, sono morti nelle prigioni e naturalmente io sono sempre con la chiesa clandestina, sono stato. Ma quando nel 89 ho potuto cominciare ad andare a insegnare nei seminari in Cina, io sono stato per 7 anni a insegnare, ogni anno 6 mesi in Cina, diversi seminari. Ho visto, non è come pensavo, chiesa clandestina fedele, chiesa ufficiale ribelle. No, non è vero. Molti sono buoni nella chiesa, anche ufficiale. Loro obbediscono al governo per forza, ma nel cuore sono tutti col Papa. E anche altri che sono andati a insegnare i seminari hanno visto e siamo stati felici. Abbiamo detto questo a Roma, la Chiesa è nostra. Ma adesso è un po' più diverso. Also aus meiner eigenen Vergangenheit kann ich sagen, ich bin ja Salesianer, ich hatte viele Mitbrüder, also Priester und Brüder, die in den Gefängnissen gestorben sind. Ich selbst gehörte eben zur Untergrundkirche und 1989, als es eben für mich auch möglich wurde, nach China zu gehen und dort in den Priesterseminaren zu unterrichten. Ich war dort also 7 Jahre lang und habe jedes Jahr 6 Monate lang in China in verschiedenen Seminaren unterrichtet. Da habe ich festgestellt, es ist ganz anders, als wir gedacht haben. Wir dachten, die Untergrundkirche, das sind die treuen Katholiken und die Christen, die Katholiken, die zur offiziellen Kirche gehören, das sind die Rebellen. Aber das stimmte nicht. Es gibt ganz, ganz viele gute Gläubige, die zur offiziellen Kirche gehören, die aus Angst vor der Regierung zur offiziellen Kirche gehören, in ihrem Herzen, aber zum Papst gehören. Wir waren darüber sehr glücklich. Wir haben das erlebt, auch mit anderen zusammen. Und wir haben das auch nach Rom hin kommuniziert und haben gesagt, die Kirche dort ist unsere Kirche. Jetzt aber hat sich die Situation verändert. L'errore, purtroppo, è anche a Roma. C'è gente che è troppo ottimista. Pensano che presto si può fare unione. Ma questo non è possibile. Il Papa Benedetto ha detto anche nella sua lettera. Le due parti devono conciliarsi, diventare amici, ma unirsi nella struttura è impossibile perché il governo non permetterebbe. E Roma, per compiacere il governo, non incoraggia la Chiesa clandestina. Allora si scoraggiano, diventano deboli la Chiesa clandestina e adesso ci sono molti opportunisti nella Chiesa ufficiale. Hanno visto, oh va bene andare insieme col governo, collaborare col governo, anche Roma dice bravi. E allora non sentono la necessità di cambiare, bisogna cambiare, invece non sono cambiati. E continua lo stato del governo che comanda e controlla tutto. Es wurden Fehler gemacht, auch in Rom. Es gibt viele Leute, die sind einfach deutlich zu optimistisch und die glauben, dass die Einheit der beiden Kirchen bald möglich sein würde. Auch hat das, also Papst Benedikt hat in seinem Brief damals gesagt, die beiden Teile müssen sich aussöhnen, müssen Freunde werden. Aber dass die Struktur zusammenkommt, das wird nicht möglich sein, weil das will die Regierung nicht. Rom ermutigt die Untergrundkirche aber nicht weiter. Und von daher ist die Untergrundkirche geschwächt. Und nun ist es so, dass es inzwischen sehr viele Opportunisten in der offiziellen Kirche gibt, die sagen, ach, es ist ja ganz in Ordnung, mit der offiziellen Kirche zusammenzuarbeiten, das geht ja gut und auch Rom sagt da bravo und das ist gut und von daher ist dieses Bedürfnis einfach nicht mehr da, dass sich die Dinge ändern müssen und von daher ist es eben so, dass die Regierung alles kontrolliert. Um den Brief Papst Benedikts an die chinesischen Katholiken
geht es jetzt im letzten Teil der heutigen Ausgabe von Weltkirche aktuell. Berthold Pelster befragte hierzu den chinesischen Kardinal Joseph Zhen Zekyun. Eminenz, Sie haben gerade schon diesen Brief von Papst Benedikt XVI. Erwähnt, der im Jahr 2007 veröffentlicht worden ist. Ein Brief, der sich an die Katholiken in China gewendet hat. In diesem Brief geht es um die Versöhnung zwischen diesen zwei Flügeln in der katholischen Kirche in China. Aber der Papst hat nicht nur die Christen in China angesprochen, sondern hat sich eigentlich an die ganze Weltkirche gewendet, denn er hat in diesem Zusammenhang auch einen Gebetstag für die Kirche in China eingeführt, einen Gebetstag, an dem sich die ganze Weltkirche beteiligen soll. Das ist der 24. Mai. Welche Bedeutung hat dieser Gebetstag aus Ihrer Sicht? Ist das Gebet unbedingt wichtig oder vielleicht das Wichtigste überhaupt, damit es vorangehen kann in China? Sì, ma prima parliamo un po' della lettera. La lettera di Papa Benedetto è stato un capolavoro. È stato meraviglioso perché è stato un equilibrio. La dottrina molto chiara, ma anche molta comprensione per tutti. Per i cattolici tutti, gli ufficiali, clandestini, anche per il governo. Pieno di comprensione, ma la dottrina chiara. Zunächst möchte ich etwas vom Brief sagen von Papst Benedikt. Das war wirklich ein Meisterwerk, ein ganz wunderbarer Brief, und zwar, weil er sehr stark von Gleichgewicht geprägt war. Also sehr klar in der Lehre, aber zugleich voller Verständnis für alle. Für die Sünder, für die Menschen der Untergrundkirche, der offiziellen Kirche, der Regierung, aber eben sehr, sehr klar, was die Lehre betrifft. Purtroppo, la lettera è stato in parte sprecata. Perché? Perché perfino la traduzione cinese è stata manipolata. E poi molti hanno dato una interpretazione sbagliata e gli ufficiali di Roma non hanno voluto correggere. Non hanno rispettato la lettera del Papa. Aber leider ist dieser Brief teilweise einfach verschwendet worden, denn sogar die chinesische Übersetzung war manipuliert worden. Der Brief ist vielenteils falsch interpretiert worden und Rom hat es von offizieller Seite nicht korrigieren wollen. Also der Brief des Papstes ist nicht respektiert worden. Anche oggi molti vanno a leggere unilateralmente la lettera. Per esempio, loro dicono, il Papa dice, una confrontazione continua non risolve i problemi. Però dimenticano che il Papa dice subito, se però loro attaccano la Chiesa nella sua dottrina e nella sua disciplina, noi non possiamo arrenderci. Loro citano metà. Und auch heute ist es eben noch so, dass dieser Brief einseitig interpretiert wird. Als Beispiel, da sagt man, der Papst sagt, dass eine fortwährende Konfrontation die Probleme nicht lösen wird. Er sagt aber direkt danach, dass wenn die Kirche angegriffen wird, in ihrer Lehre und in ihrer Disziplin, man dies nicht zulassen kann. Der Teil wird aber weggelassen, weil die Leute eben nur Halbsätze zitieren. Per esempio, il Papa dice, la situazione clandestina non è normale, però dice subito, perché c'è questa chiesa clandestina? Perché molti sanno che non possiamo seguire il governo e fare una chiesa indipendente, perciò sono stati obbligati a rimanere nella clandestinità. E dunque gente cita solo la prima parte, dimenticano la seconda. Oder ein anderes Beispiel. Der Papst sagt, dass die Situation der Kirche im Untergrund keine normale Situation ist. Aber er sagt auch direkt,
dass es eben viele Menschen gibt, die wissen, dass sie eben nicht der Regierung folgen können und nicht eine unabhängige Kirche bilden können. Der Teil wird wiederum weggelassen. Die Leute zitieren also einfach nur Halbsätze. Also die Situation ist sehr kompliziert. Vengo alla preghiera. Il Papa invita tutta la Chiesa a pregare, perché è solo la preghiera può convertire i cuori, cambiare la mente. La diplomazia non basta. Ich komme also zu dem Teil des Gebets. Der Papst lädt die ganze Welt, lädt die Menschen ein, zu beten. Denn er sagt, nur das Gebet kann die Herzen bekehren, kann auch den Geist bekehren. Und nur Diplomatie ist einfach nicht ausreichend. Also ein Aufruf an uns alle, für die Kirche in China zu beten, mindestens an einem Tag im Jahr, an diesem 24. Mai. Eine allerletzte Frage, Eminenz: Wie sonst kann man der Kirche in China noch helfen? Braucht die Kirche auch noch finanzielle Unterstützung? Was kann ein Hilfswerk wie Kirche in Not für die Kirche in China tun? Io so che questa fondazione per la Chiesa dei bisogni ha aiutato sempre e anche ha aiutato molto la Chiesa in China. Ma c'è molta difficoltà in questo aiuto finanziario. Bisogna essere attento, perché adesso è più facile aiutare la Chiesa ufficiale, più difficile aiutare la Chiesa clandestina, mentre la Chiesa clandestina in genere ha più bisogno. Però nella Chiesa ufficiale c'è anche molta gente che riescono a raccogliere molti soldi e non si sa come usano questi soldi. E anche perché c'è molta corruzione. Corruzione, qualche volta il governo dà i soldi alla Chiesa perché obbediscano. Corruzione, qualche volta i preti che danno i soldi al governo perché possono diventare vescovi, perché possono avere più libertà di andare in giro per il mondo. Perciò bisogna stare attento per gli aiuti finanziari, bisogna stare molto attenti, conoscere veramente chi è nel bisogno e essere sicuri che il denaro va a quelli che hanno bisogno, perché in Cina la corruzione è dappertutto, anche nella Chiesa. Ich weiß, dass dieses Werk Kirche in Not der Kirche in China sehr, sehr viel geholfen hat. Man muss aufpassen, was jetzt die finanziellen Hilfen angeht, denn da stellen sich einige Schwierigkeiten. Es ist also ganz einfach, dass man, oder es kann passieren, dass man helfen möchte, aber nicht genau weiß, wer wirklich bedürftig ist. Also dass man mehr der offiziellen Kirche hilft als der Untergrundkirche, die aber die eigentlich Bedürftige ist. Nun ist es eben auch so, dass es in der offiziellen Kirche sehr viele Menschen gibt, die eben auch in der Lage sind, Gelder zu sammeln. Und die große Frage ist, wie diese Gelder verwendet werden. Es gibt sehr, sehr viel Korruption. Zum Beispiel gibt die Regierung der Kirche Geld, damit die Kirche gehorcht. Oder es gibt Priester, die Regierungskräften Geld geben, damit sie Bischöfe werden oder damit sie mehr Freiheiten bekommen, die Welt zu bereisen. Was also die finanzielle Unterstützung angeht, da muss man wirklich ganz gut aufpassen. Sicher sein, dass das Geld wirklich bei den Bedürftigen ankommt, denn es gibt in China sehr, sehr viel Korruption, auch in der Kirche. Wir hören also, dass die Lage in China sehr, sehr kompliziert ist. Ursache all dessen ist das kommunistische Regime, diese gottlose Ideologie, die so viel Unordnung in dieses Land hineingebracht hat, bis ins Innerste der Kirche hinein. Für uns ergibt sich daraus der Appell, auf jeden Fall zu beten für die Kirche in China am 24. Mai, vielleicht sogar darüber hinaus, an jedem Tag. Kardinal Sen, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und uns ein bisschen über die Lage der Kirche in China berichtet haben. Herzlichen Dank fürs Kommen. Thank you.
Sie hörten eine Aufzeichnung von einem Begegnungstag des katholischen Hilfswerks Kirche in Not in Kevela. Berthold Pelster sprach mit Kardinal Josef Zen-Tse-Kyun. Wie schon in der vergangenen Sendung erwähnt, Kirche in Not hat ein Gebetsblatt für China herausgebracht. Der nächste Gebetstag findet wie jedes Jahr am 24. Mai statt. Und wenn Sie die Christen, die Katholiken in China im Gebet unterstützen möchten, dann können Sie dieses Gebetsblatt bestellen unter Telefon 089 für München 6424 888 und die 0. Natürlich geht das Ganze auch per E-Mail an info@kirche-in-not.de. Damit wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ade, bis zum nächsten Mal, Ihr Volker Niggewöhner.